sind auf dem richtigen Weg. Scheiße, ist das? Hört ihr das? Das sind Schritte. Leute, irgendjemand ist. Jo Leute, was geht? Ich bin Rebecca, ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch. Wir werden uns heute Nacht auf die Suche nach dem fehlenden Element begeben, von dem Elsa geredet hat. Ich hoffe, es ist jetzt endlich mal das Letzte, weil ich will alle Elemente haben, damit ich Elsa endlich in eine Falle locken kann. Leute, wir müssen sie schnappen und zur Rede stellen. Ihr habt auf jeden Fall euch mega viel Mühe gegeben, unter meinem letzten Video die ganzen Lösungen unten in die Kommentare zu schreiben. Also ich gehe mal davon aus, dass auf dem Puzzle war auch ein Rätsel. Ihr meintet auf jeden Fall alle, das bedeutet irgendwie Liebe. Also es macht ja irgendwie Sinn, denn ja, da war Anna drauf auf der einen Seite. Irgendwas fehlte noch. Ich weiß aber nicht, was fehlt und ob das auch irgendwie in den Sven muss. Ich habe das jetzt soweit erstmal wieder zugenäht. Aber die Buchstaben, meintet ihr, ergeben Arendelle. Keine Ahnung, ob wir heute irgendwie ein Element von Arendelle finden. Ich habe keine Ahnung. Das hier bedeutet Norwegen, beziehungsweise die ersten drei Buchstaben, meinte sie, bedeuten ja die Himmelsrichtung. Und ihr meintet dann, das sei Norden. Also ich bin gespannt. Ich denke mal, das ist soweit richtig. Es macht auf jeden Fall irgendwie Sinn. Und Arendelle, bei denen ist es ja kalt. Sie ist die Eiskönigin. Und im Norden ist es ja normalerweise kalt. Also es macht Sinn, Leute. Es macht wirklich Sinn. Also Dankeschön an jeden, der mitgemacht hat und das unten reingeschrieben hat. Mit euch ging das super fix. Und ja, ich bin gespannt, ob wir tatsächlich ein Element finden. Weil Norden, keine Ahnung, wie weit ich da laufen muss. Wie lang muss ich wohl nach Norden laufen, bis ich irgendwas finde? Und wo muss ich genau suchen? So, Leute, ich bin jetzt rausgegangen. Es ist 3 Uhr und ich habe jetzt mal die Kompass-App auf meinem Handy geöffnet. Ich hoffe, sie ist richtig, aber das ist jetzt ganz praktisch, weil das heißt, wir können genau in Richtung Norden laufen. Okay, wenn wir uns jetzt ein bisschen nach da bewegen, dann sind wir genau auf Norden. Okay, dann muss ich hier runter. Okay, ist hier irgendwas? Also ich laufe jetzt genau Richtung Norden. Ich glaube, jetzt muss ich gleich hier rüber, auf die andere Seite wieder. Also hier ist nichts, oder? Keine Fußspuren. Oh, wow. Okay, vielleicht ist hier ja irgendwas. Mann, ich laufe schon Richtung Norden. Ja, also hier scheint kein Element zu sein. Ich habe auf jeden Fall nichts gesehen. Laufen wir jetzt weiter. Obwohl, was ist das denn? Hey, Leute, hier, was ist das? Nee, eine Kapuzone. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ihr sagt mir nicht, ich muss da hinten lang, Leute. Warte, da ist noch was. Da ist noch was. Ja, Leute, da ist was. Hier. Hier ist noch eine Schneeflocke von Elsa. Oh mein Gott, ich glaube, wir sind richtig. Also irgendwie hat sie eine Spur gelegt. Warte, da ist noch eine. Hier. Also langsam wird es echt gruselig, Leute. Ich sag's euch. Richtig gruselig. Also ich musste jetzt echt komisch hin und her laufen, aber ich weiß nicht, hier war jetzt nichts. Keine weitere Schneeflocke. Aber wir müssen ja richtig gewesen sein. Ist hier irgendwas? Warte, hier oben. Hier oben, Leute. Hier oben. Oh mein Gott, das ist von Elsa, das ist von Elsa, das ist von Elsa. Ich sehe schon die Schrift. Was steht da? Denkst du etwa, es wäre so einfach? Bitte. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber da war kein Element. Boah, Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause und ich komme immer noch nicht gerade klar. Was war das? Ich habe mich nicht weiter umgedreht. Keine Ahnung, was da hinter mir gewesen ist. Ob es Elsa war oder nicht, aber es war ihr Lachen, Leute. Es war ihr Lachen. Und ich hatte keinen Bock, wieder von ihr angegriffen zu werden. Also, nein, nicht ohne eine Falle vorher aufgestellt und geplant zu haben. Auf gar keinen Fall. Was macht es sich da? Das habe ich gefunden und hier steht irgendwas drauf. Das habe ich noch nicht ganz durchgelesen. Denkst du etwa, es wäre so einfach? Verbringe darin 24 Stunden. Ey Leute, das ist nicht das Element. Ey, ich hätte das sonst da gelassen. Jetzt mal ganz im Ernst. Und du erhältst das letzte Element. Und was ist das jetzt? Verbringe darin 24 Stunden. Hey, was ist das denn? Ein Zelt? Was ist das? Ich sag mir nicht, wir müssen jetzt diese Challenge machen.
So, Leute, mittlerweile haben wir es den nächsten Tag und jetzt gibt es eine neue 24-Stunden-Challenge in irgendeinem Ding, von dem ich nicht weiß, was es sein wird, wenn ich das Ganze aufbaue. Keine Ahnung, aber ich denke mal, dass es halt wie gesagt ein Zelt ist, weil da halt diese Stöcker sind, diese Plastikteile da. Es sieht mir ziemlich nach einem Zelt aus, aber keine Ahnung. Ich hoffe, ich kann es irgendwie zusammenbauen. Das wird wahrscheinlich auch echt eine Herausforderung, denn Becky ist überhaupt nicht begabt in sowas und ohne Anleitung geht meist gar nichts. Und ich habe keine Anleitung, aber okay, ich gebe trotzdem mal mein Bestes. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen gepackt. Auf jeden Fall haben wir es jetzt 8.54 Uhr, perfekt. Aber das werde ich jetzt hier aufbauen, bestimmt nicht draußen im Garten. Nein, danke. Das sieht mir nicht gerade mega dicht und warm aus, Leute. Wenn ich damit draußen penne, nein, ich glaube, da werde ich frieren. Egal wie warm es momentan ist, ich werde frieren. Okay, dann bauen wir das mal zusammen. Was ist das? Warum ist hier oben ein Loch? Ich hätte damit sowieso nicht draußen pennen können, weil hier ist ein fettes Loch. Oder kann man hier irgendwas drüber tun? Was ist das? Ah, hier drin müssen auf jeden Fall Stäbe rein. Ich sehe es jetzt schon. Oh mein Gott, jetzt muss ich erstmal hier rauskommen. Ich brauchte jetzt gefühlt eine Ewigkeit dafür. Auf jeden Fall habe ich das jetzt hier hingestellt und wie ihr sehen könnt, es ist irgendwie eine Art Zelt geworden. Und Elsa sieht echt hinterlistig aus hier. Naja, aber wir werden jetzt auf jeden Fall 24 Stunden da drin verbringen. Ich hole jetzt meine Sachen und dann geht's ab. Wuhu! Zum Glück habe ich hier auch schon mal ein Kabel verlegt für mein Handy. Und ja, hier habe ich schon mal mein Mittag- bzw. mein Abendessen drin. Pizza, Leute, Pizza! Deckel rein. Und Kissen. Und gleich wird gefrühstückt. So, ich habe jetzt das Loch hier abgedeckt, weil dann fühle ich mich ein bisschen besser irgendwie in der Nacht. Keine Ahnung, zu wissen, dass es auf jeden Fall abgedeckt ist, auch hinten und hier an der Seite. Und ja, jetzt gehen wir hier rein. Boah, ist richtig eng, ey. Bin ich gewachsen, Leute? Kann auch gar nicht. Ich wachs bestimmt nicht. Ich habe die Hoffnung schon aufgegeben. So, genug hier eingerichtet. Ich habe hier alles. Wir werden jetzt frühstücken. Und zwar richtiges Frozen-Frühstück diesmal mit Olaf drauf. Ja. Und übrigens, heute Morgen habe ich wieder Blumen geschenkt bekommen. Ihr könnt ja dreimal raten, wer das war. Also, ja, ich habe noch einen Boomerang gemacht. Das werde ich nachher mal posten. Mal gucken, ob einige darauf kommen, wer das gewesen sein könnte. Oh, wie süß ist das denn? Also irgendwie werde ich langsam zum Elektrizitätswerk, weil meine Haare werden dauernd aufgeladen. Ich brauche eigentlich kein Kabel mehr für mein Handy. Ich kann einfach mein Handy so ranhalten, dann lädt das bestimmt schon auf. Ich habe auf jeden Fall fertig gefrühstückt. Tolle Optik hier, ehrlich. Und jetzt kann ich erstmal die weiteren, keine Ahnung was, 23,5 Stunden hier verbringen. Mal gucken, was ich für Sticker drin habe. Also ich habe ja nie Glück. Ich hätte gern Olaf. Wo sind das Karten? Ich habe bestimmt irgend so eine Kacke, was man überhaupt nicht haben will. Nein! Oh mein Gott! Ich habe Elsa und Anna als Kinder. Okay, das ist süß. No way! Ey Leute, ich habe hier zweimal... Wer ist das? Habe ich den bei Frozen 2 überhaupt gesehen? Wer ist das? Das hier ist einfach mal Elsa mit einem glitzernden schwarzen Kleid. Okay, also das ist schon ein bisschen gruselig. Keine Ahnung, wann hat sie so ein Kleid bitte angehabt? Ich habe irgendwie nichts davon mitbekommen, aber auf jeden Fall glitzert das. Und dann habe ich hier schon wieder Elsa. Ziemlich dunkel schon wieder. Ein bisschen merkwürdig. Dann habe ich den Typen hier. Keine Ahnung, wer das ist. Und jetzt haltet euch fest, ich habe die ultimative Anna, Leute. Schon ein bisschen hart hier auf dem Boden. Ey, mein Po tut jetzt schon weh. Und ich werde jetzt mal schauen, was ich gucken kann. Aladdin war so gut. Das könnte ich eigentlich gucken. Nein! Leute, ich werde das hier jetzt gucken. Susi und Strolch. Alter, ich werde so Schmerzen haben. Ich habe jetzt den Film zu Ende geguckt, der war so süß. Oh mein Gott, ich liebe Hunde ja über alles und das ist der perfekte Hundefilm für alle, die Hunde lieben. Entweder könnte ich Animal Crossing spielen, das suchte ich ja momentan und da geht die Zeit auch echt schnell um. Oder ich packe erstmal die anderen Sachen aus. Ich weiß es noch nicht, was soll ich machen? Nee, ich glaube, ich packe das erstmal aus, oder? Das, was ich gekauft habe und zwar habe ich einmal das hier geholt. Ich fand das irgendwie voll süß. Ihr wisst, ich mag ja mit der Meerjungfrau-Flosse immer rumzuschwimmen und so im Sommer. Und ich habe ja die Hoffnung, dass ich irgendwann mal voll der Pro werde. Na okay, nicht ganz so der Pro, aber dass ich auf jeden Fall viel, viel besser werde. Ich hoffe, dass ich diesen Sommer irgendwann mal wieder trainieren kann, mit der Flosse zu schwimmen. Aber ja, dafür öffne ich jetzt erstmal das hier. War ein bisschen holprig. Was ist drin? Hä? Da ist Slime drin? Habe ich irgendwas verpasst? Ich dachte, da sei irgendwie so ein Stein nur drin, aber da ist Slime. Der Slime fühlt sich richtig gut an.
Oh mein Gott! Warte, irgendwas ist da drin. Was? Das war's schon? Ich dachte, da sei noch irgendwie so ein Steinchen drin. Da ist jetzt nur so eine blaue Perle drin. Ich habe nicht nur den, sondern ich habe auch noch den hier gekauft. Und zwar ist das Fruity Fluffy Wolkenschleim. Oh mein Gott. Der ist so weich. Der fällt so richtig auseinander, aber oh, der fühlt sich an wie ein Kissen. Wie cool das aussieht. Okay, damit kann ich mich jetzt erstmal beschäftigen. Wow. Wie cool. Langsam wird das echt ziemlich warm hier drin. Ich weiß nicht, ob das an der Decke liegt, ob das so eine gute Idee war, aber egal. Wenn man Bärlauch schon nicht reinnehmen kann, dann wenigstens Bombeerchips. Und dazu gibt es das hier. Ich habe mir das hier gekauft. Keine Ahnung, ob das schmeckt, aber es war blau. Und ich dachte mir, okay, blau, frozen. Frozen, blau. Ich nehme es auf jeden Fall mit. Schmeckt nach Red Bull. 1:1. Ja. Und ich werde jetzt noch ein bisschen am Handy sein, mit ein paar Freunden schreiben. Und dann sehen wir uns beim Mittagessen wieder. Wir haben es mittlerweile 14:47 Uhr. Jetzt gibt's Pizza. Die ist zwar schon kühl, aber egal. Wer mag auch gerne Pizza aus dem Kühlschrank? Meistens vom Vortag. Oh mein Gott, das schmeckt so gut. Ich weiß nicht, wie Pizza das macht, aber Pizza schmeckt sowohl warm als auch kalt richtig lecker. Jetzt mal ausprobieren. Ich freue mich so. Jetzt mal gucken. Habe ich das jetzt richtig gemacht oder habe ich die jetzt alle zerstört? Okay, das war echt peinlich. Voll fail. Das sieht schon mal richtig gut aus mit Kokosnuss. Okay, irgendwie ist das ein komischer Kokosnussgeschmack. Mal nachzahlen und zwar mit Olaf. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ob ich das komplett fertig bekomme oder irgendwann mal keine Lust mehr habe und aufgebe. Keine Ahnung, aber es beschäftigt mich bestimmt auf jeden Fall ein paar Stunden. Leute, ich glaube, ich mal schon da drüber. Nein. Ich habe echt kein ruhiges Händchen. Das war schon immer so. Wenn ich irgendwo was ausmalen musste, Leute, ich sag's euch, das war nicht schön. Vielleicht sollte ich mir auch einfach ein bisschen mehr Zeit lassen. Ich bin ein bisschen hibbelig, glaube ich. Ich habe Zeit der Welt gerade. Fertig ist jetzt mein Olaf. Ich habe es zu Ende gemalt. Ist doch nicht schön geworden. Er sieht so süß aus, vor allem mit diesen Blättern hier. Voll niedlich. Und jetzt geht's ans Puzzle. Oh ja, das wird ein Spaß. Oh Leute, ich bin gerade echt am Verzweifeln bei diesem verdammten Puzzle. Obwohl das gerade 54 Teile sind. Das kann doch nicht schwer sein. Letztes Puzzlestück. Fertig! Ich hab's endlich hinbekommen. Und das ist das süße Hündchen. Ich liebe Golden Retriever-Welpen. So niedlich. Und ich bin so froh, dass ich das endlich hinter mir habe. Ehrlich jetzt. Ich habe fast die Krise bekommen. Mittlerweile haben wir es 19.58 Uhr. Es ist so schwer, eine vernünftige Position zu finden. Boah, halt. Ich glaube, es geht auch schon langsam kaputt hier. Oh, was? Wie soll man hier 24 Stunden drin bleiben? Das ist echt schlimm. Das ist echt mega klein. Und ich esse jetzt mein letztes Stück Pizza. Das sieht gerade ein bisschen sad aus. Und schaue ein bisschen YouTube. Und ich glaube, danach schaue ich mir noch einen Film an und dann gehe ich pennen. Becky hat sich das Bett fertig gemacht, denn es ist schon richtig spät. Warte, wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Ah, da. Ich habe auch schon alles rausgeworfen aus meinem Fenster hier, was ich hier nicht drin haben muss. Denn ich brauche Platz zum Schlafen. Es ist jetzt 23.28 Uhr. Es ist schon richtig spät. Becky muss schlafen. Ich bin saumüde. Ich habe mich auch schon in meinen Pyjama geworfen. Und ich hoffe, ich bekomme das irgendwie hier hin. Find mal eine vernünftige Position hier. Irgendwie sieht das ziemlich platt aus. Ich fühle mich gerade wie so eine kleine Raupe. Ich habe jetzt gar keine Forever Alone Party gemacht. Dann mache ich die halt morgen früh. Also, ja, bis morgen. Gute Nacht. Ich habe irgendwie Angst zu gucken. Hört ihr das? Das sind Schritte. Oh, Leute, irgendjemand ist. Was war das? Was, Christopher? War das Elsa? Ich weiß nicht, ob ich gucken soll. Dann breche ich ja die Challenge ab. Guck jetzt einfach. Ist mir egal.
Eis. Und ein Element, wenn hier Eis liegt. Dann war Elsa hier. Also wenn ihr der Meinung seid, ich soll als nächstes erstmal die Christoph-Voodoo-Puppe machen, Leute, dann springt den Daumen nach oben. Also bei 60.000 Daumen nach oben werde ich erstmal versuchen, den Fluch von Christoph aufzuheben und dann werden wir uns Elsa schnappen.